Diese Werkzeuge brauchen Sie. Eine Wasserwaage, ein Maßband, eine Gehrungssäge mit feinem Hartmetallsägeblatt, eine Bohrmaschine für HSS-Metallbohrer, eine Stichsäge, einen Akkubohrer bzw. Akkuschrauber. Beide Seiten des Twinson-Bodens können genutzt werden. Sie können zwischen einem tiefen Rillenmuster oder einer feineren Optik wählen. Aufgrund der Holzpartikel hellen die Profile von Twinson zunächst etwas auf, bevor sie ihre endgültige Farbe annehmen. Die Terrassendielen sind in den Längen 4,5 und 6 Meter erhältlich. Das Trägerprofil wird für die Unterkonstruktion verwendet. Er hat einen rechteckigen Querschnitt und kann flach wie auch stehend verbaut werden. Die Halteklammer sorgt für eine nicht sichtbare Befestigung der Bretter und lässt einen festen Zwischenraum von ca. 4 mm zwischen den Profilen entstehen. Das Startprofil und das F-Profil aus Aluminium können Sie für den Anfang oder den Abschluss Ihres Twinson-Bodens verwenden. Alternativ können Sie auch das Twinson-Abschlussprofil verwenden, das durch speziell entwickelte Twinson-Schrauben mit dem Trägerprofil verbunden wird. Wenn Sie sich nicht für das Twinson-Abschlussprofil entscheiden, verwenden Sie bitte Abschlusskappen für die Brettenden. Twinson-Böden müssen auf einer verwindungssteifen Unterkonstruktion montiert werden. Dieser Trägerrahmen muss wiederum auf einem soliden Untergrund befestigt werden. Das kann eine Betonplatte oder jegliche Art von befestigtem Untergrund sein. Montieren Sie die Bodenbretter nie direkt auf dem Fundament. Sie müssen unbedingt auf die Entwässerung und Dehnung der Unterkonstruktion achten. Sorgen Sie für ein stabiles Fundament. Eine Nivellierung der Profile ist nicht erlaubt. Das gleiche gilt für den Einsatz von Nivellierblöcken. Das erforderliche Gefälle für das Fundament beträgt 5 mm pro Meter vom Gebäude. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, können Sie sich an den Bau Ihrer Unterkonstruktion machen. Hierfür nutzen Sie die Twinson-Profile. Diese sollten Sie in einem Abstand von 50 cm verlegen und alle 50 cm durch Schrauben, keine Senkkopfschrauben, befestigen. Immer vorbohren. Lassen Sie bei aufeinanderfolgenden Trägerbalken immer eine Lücke von 2 cm, damit das Wasser ablaufen kann. Wenn Sie einen Trägerbalken nahe einer Wand oder einem vertikalen Element fixieren müssen, sollten Sie einen Abstand von mindestens 5 mm einhalten. Ein Bodenbrett muss immer von mindestens 3 Trägerbalken gestützt werden. Der maximale Überstand der Bretter beträgt 5 cm. Nachdem die Vorbereitungen erledigt sind und der Rahmen steht, können Sie jetzt mit der Montage des Bodens beginnen. Zunächst müssen die Terrassenbretter auf Länge geschnitten werden, wobei Sie eine Ausdehnung von 3 mm pro Meter berücksichtigen sollten. Beide Brettenden müssen abgesägt werden, damit ein perfekter Schnitt und Winkel gewährleistet ist. Befestigen Sie das F-Profil mit den Edelstahlschrauben an jedem Trägerbalken. Sie müssen das Profil vorbohren und jedes Loch ausfräsen, damit die Schrauben weit genug eingedreht werden können. Sie können auch das Startprofil aus Aluminium als Anfang für den Twinson-Boden verwenden. Jetzt positionieren Sie das erste Brett, indem Sie es an das Startprofil anlegen. Wenn das Brett richtig ausgerichtet ist, schieben Sie die Halteklammern auf und verschrauben Sie diese mit den Trägerbalken. Wählen Sie eine niedrige Geschwindigkeitsstufe und ein hohes Drehmoment. Platzieren Sie die Klammer niemals stirnseitig. Die Bretter sollten immer in die gleiche Richtung zeigen, da sonst der Lichteinfall für unerwünschte Farbunterschiede sorgen kann. Eine kleine Kante im Inneren einer der äußeren Profilkammern zeigt Ihnen die richtige Position an. Wenn zwei Brettenden aufeinandertreffen,
Benutzen Sie bitte ein zusätzliches Trägerstück und zwei Klammern. Vergewissern Sie sich, dass eine Dehnungsfuge von 10 mm bleibt. Sorgen Sie für eine Lücke von 10 mm, wenn Sie die Bretter längs und 4 mm, wenn Sie sie quer zu Fußleisten ausrichten. Wenn Ihr Boden länger als 6 Meter wird, sollten Sie Bretter mit einer Länge von maximal 3 Metern einsetzen. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Bretter noch parallel zum ersten Brett laufen. Der Boden sollte entweder mit einem ganzen Brett oder einem genau zugeschnittenen Brett enden. Wir schließen mit dem F-Profil ab. Dieses gibt es in unterschiedlichen Farben und es muss alle 60 cm mit Twinsen-Schrauben befestigt werden. Eine alternative Möglichkeit für den Abschluss Ihres Bodens besteht darin, das Startprofil aus Aluminium mit einem Zwei-Komponenten-Kleber auf PU-Basis an den Trägerbalken zu kleben. Bitte entfetten Sie vorher die Oberfläche und rauen Sie sie etwas auf, damit sie gut klebt. Das Twinsen-Abschlussprofil ist die letzte Variante für die Endbearbeitung. Befestigen Sie diese mit Twinsen-Schrauben in Abständen von maximal 300 mm an den Trägerbalken. Bohren Sie die Abschlussleisten bei 3,5 cm vom Boden vor und bohren Sie dann das erste Loch ebenfalls 3,5 cm von dem Ende entfernt. Stellen Sie sicher, dass die Abschlussleisten über Ihre gesamte Länge gestützt werden. Eine alternative Möglichkeit für den Abschluss der Brettenden sind die Abschlusskappen von Twinsen. Kleben Sie die Abschlusskappen mit einem Zwei-Komponenten-Kleber auf PU-Basis an den Boden. Nach der Montage können Sie alle Reste in der speziellen Twinsen-Tüte sammeln und diese zu Ihrem Twinsen-Händler vor Ort bringen. Die In-Outic Decoining GmbH wird sicherstellen, dass sämtliche Materialien umweltgerecht recycelt werden. So, Sie haben's geschafft. Jetzt können Sie Ihren Twinsen-Boden genießen. Er bietet natürlichen Komfort, passt perfekt zu Ihrer Umgebung und zur Umwelt. 100% recycelbar, 100% zuverlässig. Auch wenn Twinsen eine robuste, haltbare und pflegeleichte Lösung für draußen ist, versteht es sich von selbst, dass Sie bei guter Pflege viele Jahre länger Freude an Ihrem Boden haben werden. Normaler Schmutz und Gebrauchsspuren können mit Wasser, einem sanften Reinigungsmittel oder einer milden Bleiche und einem Schwamm entfernt werden. Danach mit viel Wasser abspülen. Bei Brandflecken reiben Sie vorsichtig mit Stahlwolle oder einer Metallbürste in Richtung der Rillen. Twinsen O'Clean eignet sich perfekt für die Behandlung von pflanzlichen, tierischen und anderen Ölen und Fetten. Sprühen Sie Twinsen O'Clean direkt auf die verschmutzte Stelle, lassen Sie es für einige Minuten einwirken und spülen Sie mit Wasser gut ab. Der Twinsen-Boden lässt sich ganz einfach mit einem Hochdruckreiniger säubern. Halten Sie einen Abstand von ca. 30 cm ein und reinigen Sie mit einem Druck von maximal 100 bar und breitem Strahl. Arbeiten Sie in Richtung der Rillen. Twinsen, sagen Sie es weiter und zeigen Sie allen Ihren Twinsen-Boden. Vor allen Dingen aber genießen Sie ihn, ob Sonnenschein, ob Regen, für lange, lange Zeit.